Guten Tag und willkommen bei der BC Ice Derby 2017. Mein Name ist Dick Doucet und neben mir sitzt unser Experte, Ice P. Herzlich willkommen im Aachener Eissportstadion. Das erwartet euch heute. Ah, da kommen sie. Unser... 8 Kontrahenten haben wir heute auf der Eisfläche. Unglaublich. Hochmotiviert. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Wow. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, lange trainiert. Und das ist unsere Rennmaschine. Ice-P, bitte erzähl mir was darüber. Ja, das ist das Lightwheel H3, ein Hardtail mit einer Fox-Federgabel und vor allen Dingen Spike-Reifen, weil wir werden uns heute eben auf sehr schwierigen Terrain befinden, nämlich einer normallen Eisfläche, wie man sie kennt vom Schlittschuhlaufen. Das ist richtig hart. Und alle Kontrahenten fahren das gleiche Fahrrad, es gibt keine Modifikationen und die Bedingungen sind für jeden gleich. Na, gut, gut, das macht es fair. Ja, heute haben wir ein sehr spannendes Rennformat für euch. Ice-P, kannst du ein bisschen mehr in Detail gehen? Ja, natürlich. Ich versuche es mal zu erklären. Wir haben für euch insgesamt 8 Kontrahenten. Wir haben 2 Vorrunden mit jeweils 4 Fahrern. In den Vorrunden werden 2 Runden gefahren und eine Art Shootout-Rennen. Der erste fliegt nach Runde 1, also der letzte fliegt nach Runde 1 raus und in der zweiten Runde auch der Drittplatzierte sozusagen und die ersten beiden sind somit im Finale. Okay, verstanden. Ja, und wie funktioniert das Finale? Das Finale haben wir etwas ausgeweitet. Wir sind auf 4 Runden gegangen und da in einer Form von einem Deathmatch-Rennen. Das heißt, alle 4 Kontrahenten werden das Rennen zu Ende fahren, es wird keiner vorher rausfliegen und dann werden wir am Ende der 4 Runden sehen, wer die Nase vorn hat. Ja, okay, gut, ja. Wenn wir halt jetzt ein bisschen halt auf das Eis gucken, werden wir sehen, dass die erste Gruppe jetzt schon kommt. Hier sehen wir auch schon die einzelnen Kandidaten. Sie warten gespannt. Das ist erste Vorgruppe. Oh, hier ist er. Colosso Klaus. Der erste Kandidat, Klaus. Seit 27 Jahren auf dem Fahrrad. One-handed nose wheelie, nichts. Das heißt, technisch vielleicht mit einigen Schwierigkeiten oder was deutest du aus seiner Spezialität? Aber er hat noch keine Stürze in seinem Verzeichnis. Vielleicht kriegt er das doch hin. Also müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Next haben wir, wer ist das denn? Oh, das ist Theresia. Oder Theresia. Ja. Sie fährt seitdem sie 5 ist Cross-Country-Rennen. Ich sehe sie auch als ganz klaren Favoriten in der Gruppe. Also aber Downhill weiß ich nicht, Mann. Weiß ich nicht. Die Traktionsfähigkeiten könnten ihr auf dem Heiß helfen vielleicht. Hm. Okay, Will Wild Chris 92. Ja. Internetforum-Name oder nicht? Christian auch, seit 12 Jahren auf dem Fahrrad. Seine Spezialität Power Drifts könnten hier heute der entscheidende Faktor sein, um in den Kurven den nötigen Schwung für die Geraden zu bekommen. Sehr wichtig gerade, weil die Kurven wirklich nur Driften sind. Und der letzte aus der ersten Gruppe ist Stefan. Frank the Tank. Und mit 24 Jahren Bike-Erfahrung, ja, auch einer der ganz klaren Favoriten heute. Bei den Stürzen wollte er uns scheinbar nicht ganz die Wahrheit verraten. Okay, jetzt guck mal, unser Referee, Seb the Ref. Sehr, sehr bekannt. Gerade von der Rumble in the Jungle 1974. Das war ein Event. Das war ein Event. What a fight. Also, der ist wirklich eiskalt. Er verteilt über 90.000 rote Karten. Also, was können wir heute erwarten? Das wird hart. Das wird hart. Das sage ich dir. Der ist echt richtig heftig drauf. Und guck ihn da mal an. Ohne Spikes auf die Schuhe, geht einfach auf die Tür. Und er ist eben schon, er hat schon 2 Runden so warm gelaufen. Das muss man hier an der Stelle noch erwähnen. Das sehen Sie gerade nicht hier, aber... Wow. Er erklärt gerade den Teilnehmern, wie es losgeht und was sie beachten müssen. Und da ist der Start. Krass, okay. Theresia vorne, Semi-Final One. Colossal Klaus, ey. Weißt du, ich habe persönlich auf Stefan getippt hier. Du? Ja, ich habe Theresia gesagt und man sieht es, sie ist vorne. Oh nein, Stefan hier. Ist vorne. Der ist raus. Erste Ausfall. Stefan raus. Stefan raus. Was ist da passiert? Hast du das gesehen? Ist das ein Platzfuß gewesen? Oder? Weiß ich nicht. Oh, der Sturz. Nächste. Oh nein, wer war das denn? Ich weiß es nicht. Noch hat sich nichts auf der Anzeige getan. Theresia ist immer noch vorne, führt das Feld ganz klar an. Stefan raus, Stefan raus. Das Rennen. Ja, der hat scheinbar mechanische Probleme. Und, oh, Theresia hat echt einen weiten, großer Vorsprung, da wird nichts mehr passieren. Nein, das sieht gut aus. Easy gemacht, easy ganz gemacht. Gut. Guck dir das mal an. Klaus ist dann in dem Fall auch wieder raus. Jetzt ist der, haben jetzt einen Drift. Er hat aber noch nicht die Linie komplett überschritten, aber er war sich sehr siegessicher. Oder sehr sicher um seinen zweiten Platz. Ne? Also der für ihn gefühlten Sieg vielleicht. Ja, genau. Aber er ist im Finale. Somit haben wir das erste Ergebnis. Stimmt. In der Vorrunde. Theresia und Christian sind somit im Finale. Dritter Platz. Klaus, leider hat es nicht gereicht, weil er gestürzt ist. Und hätte abgesprungen bei Stefan, weißt du, das ist nur Pech. Ja, also was willst du da machen? Nee, da machst du gar nichts. Gut. Und dann, ja, unser Powerslide von Christian. Einfach mal so ein Schuh. Auch mal schön fürs Auge. Weißt du? Ein bisschen Showbonus muss sein. Gut. Jetzt kommen wir jetzt die zweite Gruppe vor. Zweite Semifinale. Die Leute laufen gerade alle aufs Eis.
Die machen das richtig, aber. Die sind hochmotiviert. Mhm. Guck die mal an. 1, 2, 3, 4. Ja, ganz viele harte Leute da. Haben sie kalt oder ist das so eine Kampfansage, die Haltung? Hey, hey, here's the trap. Basti, the trap. Trapping everybody. 21 Jahren Bike-Erfahrung. Trainingsmuffel, was soll das denn heißen? Ja, ich habe ihn dieses Jahr gerade am Ring gesehen. Er hat die interne Mitarbeiter-Challenge gewonnen und ist da richtig viele Kilometer abgeschlossen und ganz Schreber, wenig Training. Krass. Verrückt, ja. Gut, aber Mr. White Lightning, Mr. Marco, hallo. Und es sagt, ihr Style ist Klettern, das hilft uns jetzt hier nicht, oder? Eigentlich nicht, aber vielleicht hat er einen guten Antritt. Könnte ihm auf dem Eis helfen, aber wir wissen noch nicht, wie gut die Spike-Reifen hier heute performen werden. Okay, Pinky Speed, Sabrina, alright. Erst ein Jahr Bike-Erfahrung, was meinst du, Dick? Ich glaube, das ist eine meiner Favoriten. Ich glaube, sie kommt mal durch diesmal. Weißt du, weil alle schätzen sie nicht und weißt du, nee. Ein Jahr ist genügend für so eine geile Challenge gesteckt. Ja, sie war viel auf dem Rad dieses Jahr. Vielleicht reicht das wirklich aus. Gut, hier kommt der Ice Giant. Sebastian, der Ice Giant. Vier Stürze, das heißt, er ist auf jeden Fall mit dem Boden vertraut. Aber was ist mit dieser Hühnersuppe? Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, er isst ganz gern. Okay, ja gut. Okay. Es geht los, Leute. Moment. Zweite Rennen, zweite Vorrundenrennen. Alle sind an der Startlinie. Auf der Start. Sepp wird gleich zum Start anpfeifen. Oh, da ist es. Wow, Bastian Sebastian geht in die erste Kurve. Aber weißt du, das ist immer ein bisschen zu schnell da vielleicht. Ja, weiß ich. Oh, die beide fliegen sie raus. Du hast es gerade mal angesprochen. Zu schnell in die erste Kurve gegangen. Die versuchen da richtig halt zurückzukommen. Oh. Sebastian fliegt da, Mr. Hühne super ist weg. Ja, der wird es schwer haben, noch mal ranzukommen. Während Sabrina hier das Feld dominiert. Trotz so wenig Bike-Erfahrung. Das ist Wahnsinn. Da vorne, ne? Sebastian jetzt nach der ersten Runde so mit raus. Ja, Basti versucht, sich noch mal zurückzukämpfen nach seinem Sturz. Vielleicht kriegt er das hin, aber weißt du, das ist echt schwierig. Weil die letzte Kurve wird es jetzt entscheiden. Ja, Sabrina wird das Ding machen. Kommt locker drin. Und dann wird es nochmal spannend. Marco wird das Ding nach Hause fahren. Basti hat es leider nicht geschafft. Somit sind Basti und Sebastian leider raus im zweiten Vorrundenrennen. Stimmt voll. Ja, also, ein Favorit von mir schon rausgeflogen. Muss sagen, gute Stimmung hier, aber ne, es ist auch egal. Basti ist rausgeflogen, aber es ist gut. Aber Sabrina ist halt besonders begeistert. Ja. Das ist echt cool. Somit haben wir unsere zwei Finalisten, Marco und Sabrina, verdient. Weiter. Ja, schade für Basti und Sebastian. Beide in erster Kurve gestürzt. Das hätte ich gerne nochmal sehen, vielleicht ein bisschen Slow-Mo. Ja, vielleicht können wir hier nochmal ein Slow-Mo einfangen. Echt unglaublich, ne? Die haben bitten, nochmal die Bilder einzuspielen. Richtig hart so gekämpft da vorne, einfach vom Start rauszukommen. Aber ey, du kannst die Kurve nicht so schnell nehmen. Ja. Da fällt man wirklich um. Basti hat es nochmal versucht ranzukommen, aber auch ihm ist es leider nicht mehr gelungen. Das ging gar nicht. Da war die Konkurrenz zu stark da vorne. Genau. Gut. Jetzt kommen wir zum Finale. Somit stehen die Finalisten fest. Wir haben vier Kontrahenten im Finale. Die besten vier, also die besten zwei aus den beiden Vorfeld. Oh. Ja, Marco, Sabrina, Theresia und Christian haben wir für euch im Finale. Wer denkst du, ist heute jetzt der Gewinner? Ja, das ist schwierig. Ich lege mich nicht ganz fest. Ich denke, irgendwas zwischen Theresia und Christian. Okay, ich persönlich, ich bleibe bei Sabrina. Ja? Weißt du, erste Runde war einfach so toll. Und schon wieder, kannst du was nicht unterschätzen. Also, es wird gut sein. Wir werden es gleich sehen. Ich bin sehr gespannt auf das Finale. Okay. Wir können vielleicht an der Stelle noch mal erwähnen, dass sie alle auf dem exakt gleichen Fahrrad auch unterwegs sind. Also da gibt es keine Abweichung. Ne? Das Material ist identisch, da hat keiner irgendwelche Vorteile. Und ja, entsprechend ist auch das Finale für jeden. Geht's bei null los. Hier muss jeder zeigen, was er persönlich drauf hat. 3, 2, 1. Vier Runden dieses Mal, merkt ihr euch das. Das ist jetzt kein Shootout, ne? Das ist alles Deathmatch. Also. Gut, erste Kurve. Theresia wieder super durch die erste Kurve gekommen, führt das Feld hier wieder ganz klar und dominierend an. Ja, die sind alle, muss man sagen, sehr sicher in die Kurven. Ja. Das war bei den letzten zwei Runden nicht immer so. Oh, hinten wird es spannend. Also die letzten drei Positionen sind hart umkämpft. Okay. Und Theresia, Schwierigkeiten in der Kurve, aber sie hat sich gefangen. Jo, Christian ist gerade an den zweiten Platz hochgerückt, Marco an den dritten Platz. Ja, diese Kurven, ne? That's the game, ne? Da kann sich alles entscheiden. Von jetzt auf gleich ist es vorbei. Christian ist dahinter, aber noch lange nicht sicher auf Platz 2, würde ich sagen. Also da sind noch zwei Kontrahenten nah dran. Stimmt. Also da hinten ist es echt eng. Marco und Sabrina versuchen da noch ranzukommen. Ja, obwohl ich würde sagen, Christian und Marco kämpfen richtig hart jetzt gerade. Ich persönlich finde ich ein bisschen traurig. Da wäre er fast gestürzt. Aber Marco fast gestürzt, aber hat sich nochmal gefangen. Ja. Sabrina konnte es trotzdem nicht an ihm vorbeischaffen.
Schön, aber Theresia hat einen zu großen Vorsprung. Denkst du, der Sturz kann immer noch kommen. Das sind jetzt die letzten Meter, die letzte Kurve. Ja, vielleicht Sturz direkt davor. Ganz zielsicher. Es passiert nichts. Theresia wird das Ding machen. Super. War krass gespannt. Aber der zweite Platz ist noch nicht durch. Christian mit einem Wheelie über die Ziellinie, gefolgt von Marco. Und dann als Schlusslicht Sabrina. Hat es leider nicht aufs Treppchen geschafft. Unglaublich schön. Aber tolle Leistung von allen Fahrern, die wir heute am Start haben, das muss man sagen. Also Respekt. Ja, guck da, Theresia ist voll gespannt, voll glücklich. Ja. Erste Theresia, wie gesagt, dann Christian, Marco, Sabrina. Dominiert einfach Theresia. Hat die Erfahrung, dass es mit 5 anfangen mit Cross-Country-Rennen ist. Scheinbar war das auch der entscheidende Faktor, der heute zum Sieg geführt hat. Ja. Was waren für dich die Highlights heute? Ja, ich meine, jetzt gerade bei der letzten Finale erstmal war der Christian und Marco dieses Camp bei Platz 2. Ich meine, Theresia war klar vorne, aber dieses ständige Wechsel war richtig spannend. Ja, es war wirklich interessant. Das war so ein Duell, wie man sich wünscht. Ne? Also klar, sind die haushohen Favoriten oder die großen Abstände auch immer gern gesehen. Aber da, wo es richtig zur Sache geht, das ist natürlich das, was so ein Rennen ausmacht, was wir sehen wollen. Genau. Das hatten wir heute hier. Aber generell bei der Ice Derby heute würde ich mich sagen, der Sturz war der erste Kurve von Sebastian und Basti. Also The Trap, Ice Giant. Unglaublich. Das war einfach zu viel gegeben. Und auch letzten Endes das, was wir hier sehen wollen. Ne? Wir haben uns nicht umsonst die Eisfläche ausgesucht, wenn wir nur damit gerechnet hätten, dass alle sauber ins Ziel kommen, ohne Sturz. Stimmt. Da sind wir nicht ganz uneigennützig, ein bisschen Action wollten wir haben. Wir kommen auch schon zur Siegerehrung. Wohlverdient den ersten Platz. Ja, macht gute High Fives. Starke Saison gefahren. Und freut sich für dieses tolle Abschlussevent für das Jahr 2017. Ja, Glückwunsch nochmal an der Stelle an Theresia. Sie wird also nächstes Jahr den Titel verteidigen. Wirklich gut. Ja. Gutes Eis, wie sagt man? Gutes Eis. Ja, schmeckt lecker, weiß ich nicht. Da sagt man sowas. Ne? Gut Rutsch, gut well Rutsch. Done. Well done. Das war's für heute. Ich bin Dick Duzay. Ich bin Ice B. Wir verabschieden uns für heute und sehen uns beim nächsten Mal. Jo, tschüss. Bis dann. Ach, endlich fertig, Junge. Geil. Wie fandst du's? War gut? Sehr, sehr gut. Aber wir saßen zwar hier in unserem warmen Kämmerlein, aber es war schon eine geile Location, ne? Die Jungs unten. Ich will nicht mehr darüber reden, Mann, wir sind fertig. Gehen wir ein Bier trinken, oder? Ja, wir gehen jetzt ein Bier trinken, okay? Tschüss.